So Leute, willkommen zurück. Wir sind wieder auf unserer kleinen Insel oder unserem kleinen Floß. Super, duper cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, muss ich sagen. Und ja, was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, ist, nachdem wir hier die Algen mal wieder entfernt haben und ein neues Bäumchen aufgestellt haben, das werden wir hier aufstellen, werden wir diesen Baum hier fällen. Und zwar, ich möchte ganz gerne auch noch eine Waffendepot bauen. So sieht's aus. Wir können uns ein Waffendepot oder wie auch immer man es nennt, einen Waffenschrank herstellen. Und das werden wir heute auf jeden Fall machen. Wir werden uns so ein Ding auch noch aufstellen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo das ist. Hier kann man jetzt schlecht erkennen, wo das war. Tada, tada, tada. Ich weiß es nämlich nicht. Irgendwo, man kann es kaum sehen. Hier ist so viel. Hier war das aber nicht. Dann muss es das hier irgendwo sein. Machen wir gerade mal den hier erst. Und ich habe ihn nämlich gesehen. Wo ist er denn hier? Und das stellen wir uns dann hier hin, nachdem wir die Möwe da verprügelt haben. Wir gucken aber mal, wie wir das hier hinstellen. Und zwar soll das hier irgendwo. Warum geht das jetzt nicht? Wegen der Möwe oder was? Kann natürlich sein. Erstmal Platz geschaffen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding da jetzt hinstellen können. So können wir es nicht. Warum nicht? Warum können wir das da nicht hinstellen? Hier könnten wir es hinstellen. Hier möchte ich es aber nicht hingestellt haben. Warum können wir das da nicht hinstellen? Das verstehe ich nicht. Wir haben auf jeden Fall mal wieder ein Algenproblem. Wir gucken mal. Ich würde das ganz gerne auf diese andere Seite dort stellen. Und zwar hier dann hin irgendwo. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Würde ich mal sagen. So, jetzt machen wir erstmal hier überall die Algen weg. Algenentferner. Und nochmal, bevor hier uns alles wieder auseinanderfällt, machen wir auf jeden Fall auch nochmal wieder Seile. Und jetzt hätte ich hier gerne einmal diesen kleinen Waffenschrank dahingestellt. Es geht doch. So, Bams, da steht das Ding. Oder es wird da bald stehen, sagen wir mal so. Es ist ja noch nicht gebaut. Ich weiß jetzt nicht, was da noch fehlt. Könnte sein. Ich weiß es gar nicht. Nee, Knochen haben wir ja auch noch. Genau. Nimmt er jetzt auch mit. Mach mal bitte den Algenentferner und hier einmal den Hai. Soweit. Nee, hat gar nichts gefehlt, sondern einfach gut. Alles gut, alles schön. So, hier einmal entfernen. Am laufenden Band mal wieder Algen. Plage. Und eine Möwenplage. Tote Möwen. Auch eine Plage schon langsam, ne? So. Da gucken wir mal. Das können wir jetzt gerade nicht. Ich würde sowas dann auch ganz gerne vielleicht mal bauen. So eine Matte. Vielleicht haben wir dann das Glück, dass dadurch nicht hier ewig hier diese Algen da wiederkommen. Wäre ja mal ganz nett. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Wir haben noch Sachen, die wir auf jeden Fall bauen können. Und das finde ich ziemlich cool.
Wir gucken hier, können wir uns hier noch so ein Verteidigungsdings dran setzen. Da möchte ich das natürlich nicht haben, sondern so, Bems, einmal davor. Dann ist das von der Seite her auf jeden Fall schon sehr, sehr geschützt, sehr, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, Holz haben wir noch genug, aber wir haben ja auch noch Bäumchen da stehen, also kein Problem, kriegen wir hin. Und sie sind ja auch fleißig dabei. Komm, wir pflanzen uns auf jeden Fall noch mal so einen Garten an. Hier. Oder nee, warte mal, brauchen wir nicht hier. Nee, so war das nicht, sondern wo war denn das jetzt nochmal gewesen? Gerade hier. Achso, nee, das ist die Pflanze. Wir brauchen dafür die Pflanze. Also müssen wir nochmal uns so einen kleinen Garten aufbauen. Ist aber kein Problem, haben wir ja hier. So, können wir ja machen. Machen wir hier mal einen hier und einen dort. Dann haben wir gleich zwei. Das sollte auch noch reichen. Dann können wir uns mal so eine Matte noch machen. Mal gucken, was wir damit dann anfangen können. Müssen wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall, das Ganze muss jetzt noch wachsen. Unsere Möhrchen wachsen hier auch wunderbar. Das sieht gut aus. Unsere kleine Insel sieht gut aus. Wir können dann als nächstes uns auch ein paar Waffen herstellen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Die haben wir dann hier einen Lagerplatz für geschaffen. Die Dinger wachsen. Unsere Insel sieht gut aus. Uns geht es gut. Jetzt müssen wir nur langsam mal anfangen, hier tatsächlich uns ein wenig zu verbreitern. Würde ich mir wünschen, aber es sieht gut aus, Leute. Sehr, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Essen haben wir auf jeden Fall noch reichlich am Start. Das sollte auch kein Problem darstellen. Komm, wir können hier mal, das machen wir gerade noch eben. Einmal wir ernten einmal diese Dinger und stellen. Ach nee, war ja so hier gar nicht, sondern es war ja hier. Stellen uns hier so eine Matte hin. Wo können wir die denn mal hinstellen? Machen wir hier vor unser Bett. So. Dann ist das erstmal in Ordnung. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden das hier erstmal noch ernten. Und wir werden auch wieder aufbauen, auf jeden Fall, weil wir werden auf jeden Fall noch mal welche benötigen. Er macht das hier, das ist sehr, sehr schön. Und ja, Leute, es sieht gut aus. Wir haben hier eine Matte aufgebaut. Vielleicht wird es dadurch auch noch mal ein wenig gemütlicher vor unserer Schlaffläche. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall versuchen, hier endlich noch ein wenig uns in die Höhe weiter zu verbreitern. Aber es ist schön und wir leben noch. Das ist vor allen Dingen die Hauptsache. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, wir machen jetzt wieder an dieser Stelle die Pause und sehen uns morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.